بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نحن تحدثنا في الأسابيع السابقة حول واجبات الصلاة. Wir haben in den letzten Wochen über die Verpflichtungen des Gebetes gesprochen. وقلنا الصلاة تتكون من سبعة أجزاء. Und wir haben gesagt, das Gebet besteht aus sieben Bestandteilen. تكلمنا في الأجزاء الأربعة الأولى منها. Wir haben über die ersten vier Bestandteile des Gebets gesprochen. Und nur kurz eine kleine Anmerkung, habe ich vergessen zu erwähnen. Nach dem Sheikh wird es inshallah eine kleine Überraschung, was Leckeres zum Essen geben. Deswegen lohnt es sich inshallah noch zu bleiben. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. الأجزاء التي تحدثنا عنها هي قلنا النية وتكبيرة الإحرام والقراءة ثم الركوع. Die Bestandteile, die wir bereits erläutert haben, waren die Absicht, dann Takbiratul Ihram, also das Allahu Akbar, dann die Verlesung der Suren, und die Verbeugung. Die Absicht, Takbiratul Ihram, das Verlesen der Suren und die Verbeugung. وبقي نتكلم عنه إن شاء الله ثلاثة أجزاء اللي هي السجود والتشهد ثم التسليم. Nun bleiben noch drei Bestandteile übrig, nämlich die Niederwerfung, التشهد und التسليم. الآن السجود هو من أجزاء الصلاة. Die Niederwerfung ist ein Bestandteil des Gebets. السجدتان يعتبران ركن. Die zwei Niederwerfungen zählen als eine Säule. Wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, wir haben gesagt, im Gebet gibt es Säulen. Wir haben gesagt, wenn diese Säulen unbeabsichtigt, aus Vergessenheit, absichtlich, aus Unwissenheit, wenn diese weggelassen werden, dann ist das Gebet ungültig. Das sind Arkanus Salah, also die Säulen des Gebets. Und die zwei Niederwerfungen gehören zur Säule des Gebets. أما السجدة الواحدة فنسيانها غير متعمدا نسيانا لا يبطل الصلاة ولها علاج من بعد الصلاة إن شاء الله. Das Vergessen einer Niederwerfung jedoch davon ist unproblematisch und es gibt, also man kann dieses dann nach dem Gebet dann beheben bzw. nachholen. اللهم صل على محمد وآل محمد السجود له أجزاء يتكون من عدة أجزاء نشرحها إن شاء الله بالتوالي. Die Niederwerfung besteht aus verschiedenen Bestandteilen, die wir jetzt inshallah im Laufenden erläutern werden. أول أمر يجب في السجود هو وضع المساجد السبعة. Die erste Bedingung für die Niederwerfung ist, dass man die sieben bestimmte Bestandteile des Körpers auf den Boden legt. المساجد السبعة هي عبارة عن الجبهة واليدين ثم الركبتين ثم الإبهامين. Diese sieben Bestandteile, die auf dem Boden, die auf dem Boden liegen müssen, sind zum einen die Stirn, die zwei Hände, die zwei Knie und die zwei großen Zehen des Fußes. سيد حيدر الآن تحدث بإسهاب حول موضع السجود بالنسبة للمصلي. Also wir haben ja auch vorhin in dem Vortrag über den Ort der Niederwerfung gesprochen beziehungsweise die Bedingungen dessen, worauf man die Niederwerfung macht. ولكن لا بأس بتوضيح المسألة بصورة أوضح أثناء الصلاة. Aber es besteht kein Problem, dies nochmal detaillierter und detaillierter nochmal zu erwähnen. المهم طبعا في الأجزاء السبعة هو وضع الجبهة أهم من اليدين والركبتين والإبهامين. Das Wichtigste bei der Niederwerfung ist die Niederwerfung der Stirn auf dem Boden. Also sie ist wichtiger als die Niederwerfung jetzt der beiden Hände, Knie oder Zehen. كما هو معلوم وفق مذهب أهل البيت أن يكون السجود أي موضع
سجود الجبهة أن يكون على الأرض أو على ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل أو يلبس. Und in der Rechtsschule der Ahlul Bayt ist es eine Bedingung, dass das, worauf man die Niederwerfung verrichtet, auch von der Erde stammt oder aus der Erde entsteht, was nicht essbar oder tragbar ist, oder also was man nicht anziehen kann. وقد يسأل سائل لماذا؟ Und jetzt mag nun jemand fragen, wieso dies so ist. امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلوا على الأرض وما أنبتت. Dies geht auf eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi zurück, der sagte, betet auf Erde oder auf etwas, was von ihr entsteht. أو الحديث الآخر الذي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Oder eine andere Überlieferung, die besagt, die Erde wurde mir als Ort der Niederwerfung und Ort der Reinheit gemacht. هسا إذا عرفنا أن السجود لا بد أن يكون أما على الأرض أو نبات الأرض. فما هو المقدار الواجب في الجبهة أن يضع أو يثبت على الأرض؟ Wir wissen nun, worauf wir die Niederwerfung machen müssen. Doch was ist der relevante Anteil der Stirn, der auch in die Niederwerfung, also der bei der Niederwerfung das zu Niederwerfende berühren muss? Also wenn wir jetzt die Niederwerfung machen, was von der Stirn muss da berühren? يقول العلماء يكفي مسمى السجود يعني ليكن بقدر يعني القرص الذي يضع تحت الجبهة ليكن بهذا القدر يكفي يعني بقدر بسيط يستطيع الإنسان من خلاله أن تستقر جبهة الإنسان عليه. Also es muss etwas sein, auch von der Größe her ist es jetzt unproblematisch, wenn es jetzt beispielsweise so groß ist. Also von die Daumenspitze, sage ich mal, ist es unproblematisch. Hauptsache ist, dass es etwas ist, worauf der Mensch dann still in der Niederwerfung bleiben kann. Also wenn er dann die Niederwerfung verrichtet, dass er auf dieses Stück dann die Niederwerfung verrichten kann und auch darauf bleiben kann. يكفي هذا المسمى ولا يجب أن يكون موضع السجود متماسك يعني نستطيع أن نسجد مثلا على المسبحة خرز المسبحة إذا كانت من الطين حتى لو لم تكن متماسكة أو متجانسة الوحدة في الأخرى نستطيع السجود عليها وإذا كانت تحقق الاستقرار. Also selbst auf einer Gebetskette ist die Niederwerfung möglich, wenn natürlich die Bedingung erfüllt ist, dass die Steine der Gebetskette auch möglich ist, darauf die Niederwerfung zu machen. Selbst wenn diese Steine jetzt alle zum Beispiel lose sind, wie in einer Kette, dass sie keine Einheit sind, wenn man sie aber zusammenformt, um darauf die Niederwerfung zu machen, dann ist es kein Problem, darauf den Sujud zu verrichten. إذا لم توجد هذا القرص هذه التربة أو الحجر اللي موجود نستطيع أن نسجد على البدائل الخشب أو أي شيء من الأشجار من نبات الأرض أو من القرطاس الورق أو الكلينكس نستطيع أن تكون هذه بدائل عن التربة أو عن القرص. Falls wir nun keinen Gebetstein zur Verfügung haben, dann ist es natürlich auch möglich, auf verschiedene andere Sachen die Niederwerfung zu machen. Beispielsweise auf Holz ist es möglich, beispielsweise auf ein Taschentuch, beispielsweise auf Papier. Da ist es auch möglich, die Niederwerfung zu verrichten. هذا بالنسبة للجبهة. أما بالنسبة لليدين فهو يكفي وضع باطن اليدين على الأرض. Dies war nun bezüglich der Stirn. Bezüglich der Hände ist es ausreichend, dass die Handinnenfläche auf den Boden gelegt wird. وبالنسبة للركوتين مسمى الركوتين يعني بهيئة الركوع أن تكون الركبتان على الأرض. Und bezüglich der Knie, dann ist es einfach ausreichend, das was als Knie bezeichnet wird, dass man sich ganz normal niederwirft und die Knie halt den Boden berühren. والإبهامان أن يكون الإبهام يعني الأصبع الكبير من الرجل هو ملامس إلى الأرض. Und bei den Zehen ist es so, dass die zwei großen Zehen der Füße den Boden berühren müssen. ولا بد أن يكون هناك تساوي أو تجانس بين موضع السجود وموضع الركبتين والإبهامين. يعني أن لا يكون الارتفاع بالنسبة للجبهة عالي جدا أو منخفض عن مستوى الركبتين والإبهامين.
Und إنما يكون بمستوى أربعة أصابع على أكثر تقدير علواً أو نزولاً. Und es ist auch eine Bedingung, dass die Knie und die Stirn, dass sie auf einer Ebene liegen, beziehungsweise darf die Höhe der Stirn, die auf dem Boden da liegt, nicht größer als vier Finger sein. Das heißt, wenn ich jetzt eine Niederwerfung auf etwas mache, was vielleicht 10 Finger lang groß ist, dann ist dies nicht möglich. Wieso? Weil meine Stirn nicht mehr auf einer Ebene mit den Knien liegt. Das heißt, es ist dann keine Niederwerfung mehr, sondern man würde also sich nicht ganz niederwerfen. Die Grenze sind 4 Finger. طبعا اكو فد قضيه قد تواجه الاخوان اثناء السجود او الاخوات لعله شخص في موضع الجبهه مالته اكو فد جرح او اكو فد شيء يعني حبايه طالعه في جبهته في مكان السجود ماذا يصنع؟ Nun kann es bei den Brüdern oder Schwestern vorkommen, dass am Ort der Niederwerfung, also wo man sich niederwirft, dass dort eine Wunde ist oder beispielsweise eine kleine Verletzung oder ein Pickel oder sonst was. Was soll man dann machen? يستطيع بالمقدار المتبقي من الجبهة أن يضع التربة أو يضع هذا المكان الصحيح على التربة وإن كان بمقدار قليل يحقق معنى الاستقرار. Dann möglich auf den, also auf dem, an den anderen Stellen, die noch übrig sind, selbst wenn es kleinere Stellen sind, die Niederwerfung zu verrichten, sodass man sagen kann, er hat die Niederwerfung verrichtet. أما إذا كان كل موضع الجبهة اللي هي هذا المربع نستطيع أن نعبر عنه هذا كله مستوعب مجروح أو ما استطيع أنا عندي يعني فجرح أو شيء بحيث ما أقدر أخليه على الأرض أو على موقع السجود. استطيع ان اذهب الى البديل وهو العلماء يقول ان تضع الحنك مالتك على موضع السجود. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Verletzung an der Stirn haben und wir können die gesamte Stirn nicht benutzen, weil sie verletzt ist, dann sagen die Gelehrten, es ist dann möglich, dass man das Kinn auf dem Ort der Niederwerfung macht, statt der Stirn das Kinn. وإذا لم أستطع أن أضع الحنك أستطع أن أضع أحد الجانبين من الجبهة. Und wenn es nicht möglich ist, das Kinn zu benutzen, dann ist es möglich, entweder die rechte oder linke Seite des Kopfes auf den Ort der Niederwerfung zu machen. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني في السجود فهو الذكر. Dies war nun die erste Angelegenheit bezüglich der Niederwerfung. Die zweite Angelegenheit ist nun das Gedenken, also was man in der Niederwerfung sagen muss. إذا سجدت ماذا أقول أثناء السجود؟ Wenn ich mich niederwerfe, was ist dann für mich Pflicht zu sagen؟ طبعاً لا تفوتني قضية في كثير من الأحيان أنا عندما أنظر إلى المصلين بالحقيقة لا بد قبل أن تقول الذكر أن يكون هناك استقرار ثم تذكر لا يجوز قبل الاستقرار أن تذكر. Es ist für einen eine Voraussetzung, dass man, wenn man die Niederwerfung macht, dass man im Zustand der Niederwerfung still bleibt und dann das Gedenken spricht. Es ist beispielsweise nicht möglich, dass wenn man gerade sitzt, während man zur Niederwerfung geht, währenddessen man das Gedenken sagt. Das ist eine allgemeine Grundlage im Gebet. Man muss immer still sein, also still stehen oder still die Verbeugung machen oder still die Niederwerfung machen und dann das Gedenken zu sagen. يعني كثير من المصلين بالحقيقة يذكر أثناء طلوعه إلى السجود مثلا هكذا أنا رايح هنا التربة موضع سجودي كثير من الناس يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم هكذا غير جائز يعني وهو في الطريق يكمل الذكر بحيث بس يخلي قسط جبهته على التربة يرجع مرة ثانية هذا الذكر حقيقة غير جائز لأنه لم يتحقق فيه الاستقرار. Bei manchen ist es so, dass wenn sie auf dem Weg zur Niederwerfung sind, dann bereits das Gedenken aussprechen, also den Dhikr, und so dass sie am Ende dann nur ihre Stirn auf den Gebetsstand legen und dann sofort wieder heben können, weil sie schon während der Bewegung das alles gesprochen haben. Und dies ist natürlich problematisch und nicht möglich. في الذكر نستطيع أن نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ونكتفي بهذا. Es ist möglich in der Niederwerfung das Bekannte zu sagen, Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi. أو نقول ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Oder wir sagen dreimal سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
والمستحب أن نقول سبحان ربي العظيم الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Es ist aber empfohlen, also سبحان ربي الأعلى وبحمده zu sagen und danach das Salawat auf den Prophet Muhammad zu singen. Also اللهم صل على محمد وآل محمد. مستحب طبعا. Es ist empfohlen natürlich. نعم فورد أحسن. الأمر الرابع في السجود هو رفع الرأس ثم الجلوس والجلوس باستقرار. Die weitere Angelegenheit ist, dass wenn man seinen Kopf aus der ersten Niederwerfung hebt, dass man danach still sitzt. ثم يذهب مرة أخرى السجدة الثانية ويذكر نفس الذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى وبحمده ويضيف لها الصلاة على محمد وآل محمد هو بالخيار ثم يرجع ويستقر أيضا. Nachdem er nun still sitzt, beginnt er sich zur zweiten Niederwerfung, spricht genau das gleiche aus wie bei der ersten Niederwerfung, also entweder سبحان ربي الأعلى وبحمده Subhanallah, 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 oder wenn er möchte noch dazu das Salawat. Und dann muss er sich wieder aufsetzen und dann wieder still sitzen. نعم. طبعا جلسة الاستراحة هذه الجلسة الثانية يسموها جلسة الاستراحة. يعني بعد أن أسجد السجدة الثانية ثم أرجع هذه تسمى جلسة الاستراحة. بعض العلماء يقولون هذه واجبة والبعض الآخر يقولون مستحبة فكل واحد حسب تقليده للعالم مالته. Und dieses zweite Sitzen, was man dann macht, das nennt man جلسه الاستراحه, also das Sitzen der Ruhe. Und hier ist es so, dass manche Gelehrte sagen, es ist verpflichtend, das zu machen, und manche sagen, es ist empfohlen. Und da soll jeder schauen, was sein Rechtsexperte sagt, ob man sitzen muss nach der zweiten Niederwerfung oder ob es nur empfohlen ist. ما يتعلق في السجود هذا يعني كل ما يتعلق بواجبات السجود أما هناك طبعا مستحبات وهناك أمور إذا الإنسان خطأ اشتباها ترك سجدة واحدة ماذا يصنع إذا ترك سجدتان سواء متعمدا أو ناسيا ما هو حكمه طبعا يفترض تعرفون حكم المتعمد بترك السجدتان أو السجدتين ناسياً أو متعمداً ما هو حكمه؟ Also das waren jetzt die allgemeinen Angelegenheiten bezüglich der Niederwerfung. Dann gibt es noch verschiedene Thematiken, über die man sprechen könnte. Was passiert, wenn man eine Niederwerfung aus Vergesslichkeit vergisst? Oder was passiert, wenn man absichtlich oder aus Nachlässigkeit die zwei Niederwerfungen vergisst oder nicht macht? Wie ist das Urteil dazu? Was passiert, wenn man die zwei Niederwerfungen nicht macht? Nein, nein, wenn man die zwei Niederwerfungen im Gebet nicht macht, was passiert dann? Das ist doch ungültig. Das ist das Gebet ungültig, wieso? Weil das kein Rücken ist. Zwei Rücken. Ach so. Also nochmal als Wiederholung, vielleicht haben es die Schwester nicht ganz mitbekommen. Wenn man die zwei Niederwerfungen vergisst oder aus Nachlässigkeit nicht macht oder aus absichtlich nicht macht, dann ist das Gebet ungültig. Wieso? Weil wir gesagt haben, dass die zwei Niederwerfungen eine Säule des Gebets darstellen. Aber was passiert, wenn man jetzt nur eine Niederwerfung vergisst? نعم إذا كان له أحكام النسيان متى أنا نسيت سجدة واحدة يعني أتيت بسجدة واحدة ثم رفعت رأسي نسيت أن أأتي بالسجدة الثانية هنا في أي موقع تذكرت. Also hier ist es wichtig zu wissen, wann man sich erinnert hat. Beispielsweise einmal kann es sein, dass ich die erste Niederwerfung mache, dann setze ich mich wieder hin. Und jetzt stellt sich die Frage, wann ich mich erinnere, dass ich die zweite Niederwerfung noch nicht gemacht habe. إذا تذكرت قبل الركوع يعني قمت وقرأت ولكن قبل أن أركع تذكرت أنا ساجد سجدة واحدة أجلس أأتي بالسجدة الثانية ثم أقوم وأكمل صلاتي. Also wenn man sich daran erinnert, bevor man die Verbeugung der nächsten Rak'a macht, also wenn ich jetzt beispielsweise eine Niederwerfung gemacht habe,
Dann stehe ich auf und lese die Sura. Dann fällt mir ein, ich habe die zweite Niederwerfung nicht gemacht. Dann setze ich mich hin und mache die zweite Niederwerfung. Amma idha tadhakkartaha ba'da an kharajt min as-salah aw ba'da ar-ruku' fa utmim salati thumma ati biha, ya'ni bi mujarrad aqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, aqdiha qada'an, ati bis-sajda wa salati takun sahiha. Aber wenn man jetzt beispielsweise nach der Verbeugung sich daran erinnert, dass man die zweite Niederwerfung nicht gemacht hat, dann beendet man sein Gebet normal. Oder wenn man sich nach dem Gebet daran erinnert hat, dann, nachdem man den Taslim gemacht hat, holt man diese zweite Niederwerfung nach. Also wenn man fertig mit dem Gebet ist, dann macht man einfach die zweite Niederwerfung. حضرتك تحدثت في قضية ما يصح السجود عليه. لا مو بالتفصيل خليته. مو بالتفصيل. إن شاء الله. نحن قلنا الأمور الأسئلة إن شاء الله بعد ما ننتهي. Die Fragen machen wir إن شاء الله gleich. قلنا ما يصح السجود عليه أما على التراب أو على نبات الأرض. Also das, worauf man die Niederwerfung machen kann, ist entweder Erde. Oder نبات. Oder Pflanzen. نعم. التراب هو يشمل التراب والصخر والرمل. هذا الوجه الأرض الطبيعية أو الأرض الطبيعية. Also was die Niederwerfung auf Erde angeht, dann ist es möglich beispielsweise auf einen Stein oder auf Sand oder auf alles, was man halt so auf der Erde normales sieht. وهناك الأرض المطبوخة يسموها أو يعني مثلاً الأشياء اللي تحرق مثل الطابوق أو الآجر أو الإسمنت هذه يسموها الأرض المطبوخة أو المحترقة سميها ما أدري شو سميها الدوتش. Ja, also der Chef, also wenn man es wortwörtlich auf Arabisch übersetzt, dann wäre das gekochte Erde oder gebrannte Erde, also beispielsweise Beton oder beispielsweise das, was man für den Straßenbelag, Teer beispielsweise, also Erde, das bereits bearbeitet wurde. يعني سواء الاسمنت او الكلس او الحجر هذا يبقى ارض طبعا. Also Zement und so weiter, das gilt alles als Erde und darauf kann man die Niederwerfung machen. أما الفلزات مثلا الزجاج أو المعادن فهذه صحيح هي من داخل الأرض ولكن لا يجوز السجود عليها حتى الذهب وإن كان النساء يجوز إذا لقى الذهب يسجدن عليه. Also beispielsweise auf Mineralien, also beispielsweise Gold, wenn man jetzt Gold finden würde, oder ثاني مثال شو كان قبل الذهب؟ فلزات يعني يعني كل المعادن. Also alle Formen der Mineralien oder Glas beispielsweise, darauf darf man auch nicht die Niederwerfung machen. الأمر الآخر هو النباتات بالحقيقة. النباتات فيها شرط ألا يكون مما يؤكل أو يلبس. يعني يؤكل مثلا هذا التفاح والفواكه والخضر التي نأكلها. أو مثلا القطن الذي ينتج أن يكون ملابس مثلا نتيجته هذا غير جائز السجود عليه. Die zweite Angelegenheit, auf der man die Niederwerfung machen kann, ist sind die Pflanzen, aber auch da nicht alle Formen der Pflanzen, beispielsweise Sachen, die man essen kann, auf die darf man keine Niederwerfung machen, beispielsweise Äpfel oder Birnen zum Beispiel, darf man jetzt keine Niederwerfung drauf machen. Watte. قطن يجوز السجود. القطن غير جائز باعتبار هو من ما يلبس. Also Watte لا يلبس. من ما يلبس. من ما يلبس. Also auf Watte beispielsweise darf man auch nicht machen oder Baumwolle, weil das als etwas zählt, was getragen werden kann. Und wir haben gesagt, man darf auf nichts die Niederwerfung machen, was getragen werden kann oder essbar ist. نعم لا بد أن يكون مما يستطيع الإنسان أن يثبت الجبهة عليه يعني الرمل المتحرك. استطيع اسجد عليه؟ لا غير جائز. الطين او الوحل المتحرك ايضا غير جائز السجود عليه، لماذا؟ لابد ان عندما اضع الجبهه ان تكون ثابته حتى استطيع ان اذكر او اذكر. Eine Bedingung desjenigen, worauf man die Niederwerfung macht, ist, dass wenn man die Niederwerfung drauf macht, dass man dann still in der Niederwerfung bleiben kann. Also dass es sich nicht bewegt oder sich auflöst, wie beispielsweise Schlamm oder Sand. Wenn man da die Niederwerfung drauf macht, dann geht man ja quasi so unter. Man kann nicht still drauf die Niederwerfung machen. Das ist dann problematisch. والأمر الأخير يشترط طهارة وإباحة موضع السجود.
Und die letzte Bedingung ist, dass der Ort der Niederwerfung rein sein muss, wie wir erwähnt haben, und dass er rechtmäßig sein muss. Die zwei Bedingungen nochmal. إلى هنا نكتفي السجود قضية طويلة وظاهرا صارت أسئلة كثيرة أيضا نكتفي بهذا وإذا كان واحد عنده سؤال يتفضل إن شاء الله. Also beenden dies an der Stelle mit der Niederwerfung, weil es jetzt bestimmt noch viele Fragen über dieses Thema gibt und jetzt können die Fragen allesamt gestellt werden. Schauen wir.